Im Dezember noch kein einziger Sieg für die Iserlohn Roosters. Negativ-Trend Richtung Tabellenende. Dazu noch den Topscorer entlassen, Brad Finley. Das die Voraussetzungen gegen den Tabellenführer aus München. Und dann zu Beginn der nächste Paukenschlag im Tor. Jonas Nefi, 19 Jahre, Iserlohner Junge. Er muss ran, weil Peters und Jenicke angeschlagen sind. Es gibt sicherlich einfachere Aufgaben, als gleich so einzusteigen gegen die zweitbeste Offensive der Liga. Zu Gast also Red Bull München am Seilersee und die eröffnen die Partie gleich druckvoll. Elis, Seidenberg und dann die erste Chance und die erste Möglichkeit und das erste Mal, dass sich Nefin auszeichnen konnte, das gegen Gogula. Noch einmal super antizipiert rüber gerutscht und dann Gogula im Pech. Dann Iserlohn. Mit dieser Riesenmöglichkeit, 1:1-Situation, Lautenschlager gegen Daniel Fiesinger. Und auch der macht alles richtig. Lautenschlager in dieser Situation hat der Zeit, schaut, will oben rein chippen, aber etwas zu hoch. Weiter 0:0. Und Iserlohn in Unterzahl. Und das Münchner Spiel war einmal mehr auf dem Eis, ist richtig gut. Aber hier die nächste Chance für die Roosters. Helmo lässt auch diese Liege vor der Fehler von Abelshauser und dann läuft er alleine auf Fiesinger zu und auch der macht wieder alles richtig, bleibt lange stehen. Gibt's Helmo keinen Zentimeter Luft. Die Fans am Seilersee erfreute 0:0 zur Pause, gab es ja nicht so oft in den letzten Partien. 27. Spielminute und daraus entwickelt sich dann die Führung der Roosters. Was macht Grenida? Dreht sich um Saubner rum. Fiesinger zum ersten Mal geschlagen. Aber was für ein schönes Tor hier. Einmal drumherum gedreht. Saubner schaut zu, Fiesinger auch. Und die Roosters, die schwächste Offensive der deutschen Eishockey-Liga, die führen jetzt mit 1:0. Die Antwort der Münchner, Seidenberg. Mit der Chance und klar, er steht da im Tor. Auch hier Nefin mit dem Ausfallschuss. 36. Minute. Iserlohn mit der Antwort. Rumble geht da durch die Mitte. Einer, der sehr viel Eiszeit bekommt bei den Iserlohnern. Also 1:0 nach dem zweiten Drittel für die Roosters. Und die Münchner, die mussten natürlich jetzt was investieren. Und das sah dann so aus. Folks. Der Topscorer wird hier aber entscheidend gestört. Und im Tor, klar, Nefin, auch der ist in der richtigen Ecke. Vokes bekommt da noch einen mit. Von hinten nicht mehr genug Druck hinter die kleine Hand, Gummischein. Dann nächste Möglichkeit. Hier der Fehler. Und München mit Jeffrey. Nefin zum ersten, Nefin zum zweiten. Aber der Arm geht hoch, auch weil Grenier hier entscheidend Jeffrey beim Torschuss behindert, heißt Penalty. Nochmal diese Möglichkeit, Nefin bleibt lange ruhig. Einmal, zweimal, aber jetzt der 19-Jährige gegen Jason Jeffrey. Noch kein Tor für den Münchner in dieser Saison, wenn auch mit wenig Spielzeit bisher bedacht. Und Nefin mit der nächsten Parade. Einmal hier raus, Schoner. Eine 1A-Leistung mit Sternchen. München macht weiter Druck. Das bringt dann auch Entlastung. Dimitriev, Pfosten. Und danach passierte nichts mehr. Iserlohn rettet den Sieg ins Ziel und typiert den Tabellenführer aus München. Respekt, Riesenrespekt. So ein Debüt wünscht man sich. Und Hut ab, hat heute ein riesiges Spiel gemacht und darf sich zu Recht feiern lassen. Unglaublich, das hätte ich niemals erwartet. Und dann noch so mein erstes Spiel zu Hause. Das ist einfach ein Traum. Iserlohn schafft also am 26. Spieltag die kleine Sensation. Gewinnt dank eines 19-Jährigen gegen Red Bull München mit 1:0. Der Tabellenführer verliert gegenüber der Konkurrenz. Damit also weiter an Vorsprung. Alle Spiele der deutschen Eishockey-Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.